Über Ernährung kann man nicht vernünftig emotionslos diskutieren, weil jeder ernährt sich irgendwie und keiner will es natürlich falsch machen. Folgender Hintergrund. Ich komme aus einer traditionsreichen Metzgerfamilie. Hier ein Foto meiner Uroma Lucia hinter der Wursttheke. 2011 aß ich noch nichts ahnend und voller Genuss gekochtes Ei und Toastbrot mit Schinkenspicker. Beruflich habe ich an Transistoren geforscht. Hallo Schaf. Seit Mai 2012 bezeichne ich mich als Veganerin. Ich komme hier mit Mais Aufruf nach. Gedanken zum Thema Veganismus. Warum gehst du in den Zoo, wenn du Veganer bist? Dazu sage ich nur, ich mache viel, was sinnlos und nicht ganz nachhaltig ist. Aber gerade deswegen. Da sollte man es nicht drauf ankommen lassen. Hä? Wenn man dann erstmal in die Vegan-Szene reingelabelt wurde, stellt man fest, dass es ja noch viel alternativere Sachen gibt. Zum Beispiel die hier. Vegan ist nichts dagegen. Vegan ist erst der Anfang. Total artgerechte Nahrung ist auslegbar. Da muss ich übrigens an diesen grandiosen Beitrag von Harald Lesch himself denken. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es viel mieser schmeckt. Aber es schmeckt wirklich gut. Obwohl hier sind ziemlich viele Zusatzstoffe drin. Dazu möchte ich sagen, dass gerade Veganer die Inhaltsangaben, Zusatzstoffe, die Zutatenliste genau studieren. Und bei den Veganern wird bewusst auf Zusatzstoffe verzichtet. Zum Beispiel die mit E-Nummern gekennzeichnet sind, Zitronensäure mit C, Aromen. Das einzigste alternative Thema, das mich von meinem Elektrotechnik-Hintergrund ein bisschen tangiert hat, ist das Thema Elektrosmog. Und Mai hat es ja auch schon angesprochen, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist. Und auch beim Thema Elektrosmog wird gesagt, solange kein sogenannter Wirkmechanismus bekannt ist, gilt da nichts als bewiesen. Wirkmechanismus. Sehr gut. Noch ein paar politische und gesetzliche Aspekte. Die Milchindustrie in Deutschland wird ja subventioniert. Und wenn man ewig was subventionieren muss, damit das überlebt, dann... Naja. Seit ich Kind bin, sehe ich verzweifelte Milchbauern, die ihre Milch wegkippen. Meine Alternatividee dazu wäre, den betroffenen Leuten einfach finanzielle Anreize zu schaffen, in die Milchersatzindustrie zu wechseln. Sogenannte Pflanzenmilch darf übrigens auch nicht mehr Milch genannt werden. Deswegen steht überall nur noch Drink drauf. Pflanzendrink. Und die Mehrwertsteuer von Milch liegt bei nur 7%, weil es als Ware des täglichen Bedarfs gilt. Genauso wie Äpfel und Leitungswasser. Und die Pflanzendrinks sind weiterhin mit 19% versteuert. Statt Milch ist Gift wäre so eine Quintessenz. Industrielle Milchprodukte braucht man nicht unbedingt. Zur Gesundheit gehört ja auch noch viel mehr als nur Ernährung. Zum Beispiel Sport, Sonne, Gesellschaft. Gerade Ingenieure und Wissenschaftler sollten das Bedürfnis haben, sich auch kreativ und alternativ ein Leben lang weiterzuentwickeln. So, dies hier ist übrigens auch die Elbe. Hier ist ziemlich windig, hoffentlich versteht man noch was. Ich versuche jetzt mal ein kleines Review von Mais Video zu Milch ist Gift. Ein Review ist ja nichts Böses, das ist nur so eine Art, das sind so Anmerkungen. Die müssen nicht unbedingt stimmen, aber können eventuell hilfreich sein. Ich habe mir vorgenommen, auch ein paar Quellen reinzubringen, die es nicht so frei im Internet gibt, hier aus der Bibliothek. Bessere Formulierung wäre: Muttermilch enthält alles, was ein Baby derselben Art so braucht. Hier gibt es ein Kapitel über Ernährung und da steht drin, dass heutzutage die Milchersatzprodukte für Babys auf Menschenmilch hin angepasst werden, weil artfremde Milch da weniger geeignet ist für Menschensäuglinge. Bei der Aufzählung könnte man noch Lactobacillen hinzufügen, die die Kohlenhydrate zur Milchsäure abbauen. Die Verdauung von Laktose hier, etwas Chemisches, extra für Mai. Minute 1,14 bis 4,08 gefällt mir sehr gut. Mit sowas anzufangen ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil das alles Sachen sind, die normale Menschen so falsifizieren können. Wenn da irgendein Experte etwas erzählt über medizinische Hintergründe oder biologische Zusammenhänge, dann wird man dem schon glauben, ist ja der Experte. Aber wenn da irgendjemand was über Tierleid erzählt, dann kann man das schon mehr nachvollziehen. Kuhmilch hat zum Beispiel auch einen ähnlichen Fettgehalt wie Menschenmilch. Mag ja stimmen, aber das ist ja auch nicht das Problem. Milch für Säuglinge ist immer ein wachstumsförderndes Nahrungsmittel, ne? Aber die Wachstumsgeschwindigkeit von Menschenkindern ist viel geringer als die von Kuhkindern. Auch wenn Kuhmilch einen ähnlichen Fettgehalt hat wie Menschenmilch, hat Menschenmilch mehr Kohlenhydrate und Kuhmilch mehr Eiweiß. Aber selbst Meyer hat gesagt, dass die Menschen dann größer werden mit Milchkonsumierenden Ländern. In Großbetrieben werden die Kühe quasi dauerschwanger gehalten, damit sie auch ganzjährlich Milch produzieren. Das wird oft falsch gesagt, besonders von Leuten, die noch nie Kinder bekommen haben.
Sogar der Kanal Vegan ist ungesund, der eigentlich so gut recherchiert immer ist, hat behauptet: Wie bei allen Säugetieren ist es auch bei der Kuh so, dass die Kuh nur Milch gibt, wenn sie schwanger ist. Richtiger wäre, die Kuh gibt dann Milch, wenn sie geboren hat. Wenn man noch am Säugen ist, ist es eigentlich so, dass ein Hormon gebildet wird, das den normalen Zyklus der Frau unterdrückt. Wenn man viel stillt, dauert es eine Zeit, ehe man nach der Geburt wieder fruchtbar ist. Wie auch immer. Wenn ein Säugetier geboren hat, dann setzt die Milchproduktion ein. Und je mehr abgezapft wird, desto mehr wird das System auch angekurbelt. Kalzium ist wichtig für unser Knochenwachstum und Milch ist eine gute Kalziumquelle. Die Sache mit dem Kalzium wird immer angesprochen und jeder Veganer hat mindestens schon 20 Mal das Gegenargument gehört dazu. Und zwar, dass es nicht nur auf den Kalziumgehalt ankommt, sondern auch auf die Größe des verfügbaren Kalziums. Hier aus dem Buch Food Revolution: Der prozentuale Anteil des verfügbaren Kalziums hier von Gemüsearten und hier von Kuhmilch. Und wo kommt das Kalzium her? Gute Frage, denn Kalzium ist ja eigentlich ein Mineral. Das heißt, es kommt aus dem Boden. Eine Kuh produziert Kalzium also nicht selber. Die Pflanzen ziehen sich das aus dem Boden. Die Kuh frisst die Pflanzen. Das Kalzium kommt so in die Milch. Die Milch enthält tierisches Protein, was den Körper übersäuert. Was macht der Körper, um denen dann entgegenzuwirken? Es baut Kalzium ab und neutralisiert die Übersäuerung. Man kann ja mal durch Milchverzicht einen Selbsttest machen und schauen, was es einem bringt. Selbstversuch ist immer eine gute Idee. In der Theorie kann man ja viel behaupten, aber ehe man was nicht ausprobiert hat, dann versteht man das auch nicht wirklich. Das ist besonders bei elektrischen Schaltungen so. Denn eins ist klar, eine gesunde Ernährung ist sicherlich auch möglich ohne Milch. Ja, so habe ich es mir dann auch gesagt. Wenn es so viele Alternativen gibt, wieso nicht? Und ich bin ja auch Feinschmecker und auch wenn Harald Lesch das anders sieht, kulinarisch, hat sich das nur verbessert durch diese Ernährungsform. Keine Vegetarierin, leider. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ja, Mai ist kein Veganer, kein Vegetarier, leider, sagt sie. Also bei mir ist das so ähnlich. Also ich bezeichne mich zwar als Veganer, aber ich wäre gerne ein Rohveganer. Jemand, der sich von veganer Rohkost ernährt, aber ich schaff's einfach nicht. Also manchmal habe ich echt Lust auf Hirsebrei oder sowas. Und dann koche ich mir halt was. Wenn ich im Restaurant bin und da gibt's sowas Leckeres Veganes, dann ziehe ich das einem Salat vor. Aber ich denke, das ist sowieso eine Art Prozess. Was ich heute mache, was ich heute denke, ist morgen vielleicht anders. Milch und Krebs. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so die großen Diskussionen geführt über den Lebensstil. Aber ich muss sagen, es ist schon sehr hart, wenn man jemanden kennt, der Krebs hat und man sieht, dass der sich so Sahnetorten reinschaufelt oder gegrillte Wurst. Da dann nichts zu sagen, das ist schon schwer. Man macht sich schon ein paar Vorwürfe, ob man das vielleicht hätte verhindern können durch irgendwelche Argumente oder Hinweise, aber so ist es halt. Das Ganze ist stark emotional belastet und auch ein wenig philosophisch. Aber ihr seid Freunde der Sonne und damit Freunde des sachlichen Austauschs. Ich bin großer Freund der Sonne. Und dies hier ist mein Videobeitrag zu Mais Diskussionsvorschlag über Veganismus. Man könnte noch so viel mehr sagen. Durch den ganzen Winter hat man bestimmt eh nichts verstanden. Und dann muss ich alles nochmal machen. Danke fürs Zusehen. Ausschalten. Bis dann, die Sophia.